Ja, hallo und guten Abend. Ich grüße euch. Mein Name ist Daniel. Ich möchte heute wieder einen Bürgen- und Test machen. Ich habe eine Prüfung und ich möchte mich vorbereiten. Und ja, ich mag auch gerne ein paar Videos machen und bei YouTube hochladen. Ich weiß, dass es gibt viele Leute, die möchten ein Bürger werden in Deutschland. Und ja, ich finde etwas ganz interessant, solche Fragen zu lernen. Ich habe in 3 Monaten Prüfung, aber bis dann, ne, 2 Monate. Bis dann habe ich noch Zeit zum Lernen und ich bin nicht perfekt, ich bin nicht Profi. Ich lese manchmal falsch, aber ich möchte mich entschuldigen. So, ich möchte hier starten. Einbürger und Test für Schleswig-Holstein mit 33 Fragen. Ja, und ich möchte auch gleich dann auch starten. Ich mache ein bisschen Musik. Wie nennt man die Regierungschefin in Schleswig-Holstein? Ministerpräsident, Ministerpräsidentin. Ja, hier habe ich ein bisschen Problem und ich möchte diese Frage hier erstmal speichern, weil es gibt einige Fragen, in denen mache ich immer Fehler und dann möchte ich das lernen. Wo können Sie sich in Schleswig-Holstein über politische Themen informieren? Bei der Landesauftragten für politische Bildung. Was für eine Stadtform hat Deutschland? Republik. Wer wird bei der Europawahl gewählt? Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments. Von wo gewählt wird in Deutschland? Von wo gewählt wird in Deutschland die der Bundestag? Hier habe ich ein bisschen Problem. Es gibt einige Fragen, in denen ich muss noch üben. Aber ich möchte hier speichern. Zu dieser Frage muss ich noch üben. Die Zusammenarbeit von Partei zur Bildung einer Regierung nennt man in Deutschland Koalition. In Deutschland wird die Staatsgewalt geteilt. Für welche Staatsgewalt arbeitet ein Richter, eine Richterin? Für die Judikative. Wer bestimmt in Deutschland die Schulpolitik? Die Bundesländer. Die Nationalsozialisten mit Adolf Hitler erreichten 1933 in Deutschland eine Diktatur. In Deutschland gehören der Bundestag und der Bundesrat zur. In Deutschland gehören der Bundestag und der Bundesrat zur Direktive. Legislative. Diese Frage muss ich noch ein bisschen üben. Was ist in Deutschland vor allem eine Aufgabe der Bundesländer?
Was ist in Deutschland vor allem eine Aufgabe der Bundesländer, Schulpolitik? Wann wurde die Bundesrepublik Deutschland gegründet? Das ist eine Frage, die muss ich doch mal lernen. So, das sind einige Fragen, in denen ich muss noch mal üben. Das sind auch schwierige Fragen für mich hier über Geschichte von Deutschland mit Adolf Hitler, DDR und so weiter. Welches Amt gehört in Deutschland zur Gemeindeverwaltung? Finanzamt, Ordnungsamt. In der DDR lebten vor allem Migranten aus Vietnam, Polen, Mosambik. Zu welchem Fest tragen Menschen in Deutschland bunte Kostüme und Masken am Rosenmontag? Was kann ich in Deutschland machen, wenn mir mein Arbeitgeber, meine Arbeitgeberin zum Recht gekündigt hat? Kündigungsschutzklage erheben. Yes. Sie gehen in Deutschland zum Arbeitsgericht bei ungerechtigter Kündigung durch Ihren Chef, Ihre Chefin. Mit der Abkürzung Stasi meinte man in der DDR das Parlament, das Ministerium für Staatssicherheit. Frage, ich muss noch mal lernen hier. Die deutschen Bundesländer wirken an der Gesetzgebung des Bundes mit durch den Bundesrat. Was gehört in Deutschland nicht zur Exekutive? Die Gerichte. Welche Gericht ist in Deutschland bei Konflikten in der Arbeitswelt zuständig? Das Arbeitsgericht. Wer beschließt in Deutschland ein neues Gesetz? Das Parlament. Wie heißt das Wirtschaftssystem in der DDR? Landwirtschaft. Was bedeutet die Abkürzung FDP in Deutschland? Freie Demokratische Partei. Yes. Welche Farben hat die Landesflagge von Schleswig-Holstein? Blau, Weiß, Rot. Wie viele Mitglieder hat die EU heute? 28. Was regelt das Wahlrecht in Deutschland? Wer wählen darf, kann wählen. Für wie viele Jahre wird der Bundestag in Deutschland gewählt? Alle 4 Jahre. Wann wurde die DDR gegründet? Das ist doch eine schwierige Frage.
Was bedeutet die Abkürzung DDR, Deutsche Demokratische Republik? Man will die Buslinie schaffen, mit der Sie immer zur Arbeit fahren. Was können Sie machen, um die Buslinie zu erhalten? Parlamentsmitglieder, die von den Bürgern und Bürgerinnen gewählt werden, nennt man welche deutsche Stadt hat eine schwarz-rot-goldene Flagge mit Hammer, Zirkel und Ehrenkranz, DDR? Die richtige Frage und 5 falsche Fragen habe ich gehabt. Die Sie falsch beantwortet haben, wann wurde die DDR gegründet? 1947, 1949, 1953, 1956, Raute 174 mit der Abkürzung Stasi, meinte man in der DDR. Das Parlament, das Ministerium für Staatssicherheit, eine regierende Partei. Das Ministerium für Volksbildung. Raute 199. Wann wurde die Bundesrepublik Deutschland gegründet? 1939, 1945, 1949, 1951. Raute 169. In Deutschland gehören der Bundestag und der Bundesrat zur Exekutive, Legislative, Direktive, Judikative. Raute 60 vom Volk gewählt wird in Deutschland. Der Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin, der Ministerpräsident, die Ministerpräsidentin eines Bundeslandes. Der Bundestag, der Bundespräsident, die Bundespräsidentin. In Deutschland gehören der Bundestag und der Bundesrat zur Exekutive, Legislative, Direktive, Judikative. Raute 60 vom Volk gewählt wird in Deutschland. Der Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin, der Ministerpräsident, die Ministerpräsidentin eines Bundeslandes. Der Bundestag, der Bundespräsident, die Bundespräsidentin. In Deutschland gehören der Bundestag und der Bundesrat zur Exekutive, Legislative, Direktive, Judikative. Raute 60 vom Volk gewählt wird in Deutschland. Der Bundeskanzler, die Bundes